Intendant Frank Hoffmann inszeniert Jahr für Jahr Theater auf Burg Güssing. Das hochkarätige Schauspielensemble des Güssinger Kultursommers präsentiert heuer die Komödie »Der nackte Wahnsinn« und lädt das Publikum einmal dorthin ein, wo es üblicherweise nicht hingelangt, nämlich auf die Proben und hinter die Kulissen einer Theatervorstellung, wo sich, wie gemunkelt wird, die großen und kleinen Dramen, die Liebesaffären, Intrigen und die liebenswerten Hopperlas abspielen. Aus diesen Zutaten hat der amerikanische Autor Michael Frein ein Stück voller Pointen gebaut. An die Theateraufführungen schließen sich im August und September noch eine Reihe von Konzerten im Freilichtmuseum Gerersdorf an. Mit der Kabarettistin Nadja Malé, den KK Strings und den Strottern ist auch hier für beste kulturelle Unterhaltung gesorgt. Güssinger Kultursommer vom 25. Juni bis 3. September. Für erstklassige Komödie steht Intendant Wolfgang Böck bei den Schlossspielen Kobersdorf, die 2016 »Othello darf nicht platzen«, eine Komödie von Ken Ludwig, zeigen. Ein weltweit erfolgreiches Lustspiel, in dem auf raffinierte Weise gezeigt wird, dass echte, zu Herzen gehende Komik aus tiefster Not und Verzweiflung geboren wird. Dabei beginnt alles ganz harmlos. Eine Kleinstadt fiebert einem großen Ereignis entgegen. Tito Merelli, der Mann mit der göttlichen Stimme, kommt nach Cleveland, um die Titelrolle in Giuseppe Verdis Oper Othello zu singen. Die Premiere beginnt in wenigen Stunden, doch mit dem Eintreffen des Opernstars nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Schlossspiele Kobersdorf vom 5. bis 31. Juli. Jedermann. Zum 20-jährigen Bestehen des Sommertheaters in Parndorf wird Intendant Christian Spatzek gemeinsam mit Barbara Karlich als Buhlschaft den Jedermann oder das Spiel vom Sterben des reichen Mannes in der Originalfassung aufführen. Im Sinne von Hugo von Hofmannsthal und in der Tradition des Mysterienspiels wird auf der Pavlatschen vor der Kirche in Parndorf erstklassiges Schauspielertheater geboten. Das einzigartige Buffet mit burgenländischen Schmankerln wird auch heuer die angenehme Atmosphäre des Theatersommers Parndorf bereichern. Mit Alfred Pfeiffer, Barbara Karlich, Serge Falk, Linde Prelog, Georg Kustrich, Bernd Spitzer und vielen anderen. Theatersommer Parndorf vom 6. bis 31. Juli. Stimmungsvoll ist auch die Freilichtbühne am Fuße der Burg Güssing, wo die Burgspiele heiteres Sommertheater für die ganze Familie inszenieren. Und das mit viel Einsatz, da auch der Nachwuchs gefördert wird. Das ambitionierte Jugendensemble spielt heuer »Der gestiefelte Kater« nach Motiven eines italienischen Volksmärchens. Und das Standardensemble bringt im Juli und August die Abenteuer des Giacomo Casanova, frei nach den Memoiren Casanovas mit dem Titel »Geschichte meines Lebens« in einer Spielfassung von Sabine James zur Aufführung. Burgspiele Güssing vom 10. Juli bis 15. August.